meine Schwestern und Brüder. Wenn im Jahr 400 in Hippo Gottesdienst gefeiert wurde, dann wurde jetzt ein Stuhl hereingebracht, eine Kathedra, wie das auf Griechisch heißt, und der Bischof Augustinus setzte sich und sprach mit seiner Gemeinde, die nicht größer war als unsere jetzt, machte er mit ihnen eine Homilie. Wenn ihr ins Gebetbuch schaut, könnt ihr ins Gotteslob, könnt ihr bei der Ablauf des Gottesdienstes sehen, da steht jetzt Homilie. Homilien heißt freundschaftlich miteinander reden. Also der Bischof hätte gesessen und ihr hättet gestanden, aber nachdem ihr sitzt, stehe ich. Neurologen haben festgestellt, wenn wir reden, ist jedem Wort, das wir sprechen, ein Bild hinterlegt. Ohne Bilder können wir nicht kommunizieren. Aber wenn wir sprechen, produzieren wir Bilder. Und diese Bilder, die sind wirkmächtig. Sprache schafft Wirklichkeit. Es ist also nicht belanglos, was wir sagen und wie wir es sagen. Mir liegt schon lange am Herzen, über 6 Buchstaben mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Nachdem wir das nicht gehört haben, schlage ich vor, wir singen das nur mal. 712. Habe ich es richtig in Erinnerung? Wo 2 oder 3? Einfach nur mal den ersten Vers. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das reicht schon. Helft mir. Und wie versteht ihr das? Er ist mitten unter ihnen. Wenn ich da hingehe, stimmt die Aussage, ich bin mitten unter ihnen? Dürfte doch stimmen, ja? Wenn ich zu euch gehe und euch frage, bin ich mitten unter euch, würdet ihr auch wahrscheinlich sagen, ja, mitten unter ihnen. Und bei euch genauso und da auch. Es funktioniert. Ich bin mitten unter ihnen. Nur, im griechischen Urtext steht was ganz anderes. Da steht diese 6 Buchstaben, 2 Wörter, nämlich en meso. En meso heißt in der Mitte. Wenn ich da stehe, wendet ihr euch mir zu und wir haben ein kleines Grüppchen. Wenn ich da bei euch bin, wendet ihr euch mir zu und wir haben wieder ein kleines Grüppchen. Und hier passiert das genauso und da auch. Nein, nein. En meso, in der Mitte. Das ist was völlig anderes. Wenn du hier hinschaust, bist du gerichtet. Wenn du hier hinschaust, bist du gerichtet. Du genauso. Ihr alle, wir alle sind gerichtet, ausgerichtet auf das, was trägt, nämlich diesen Jesus, an den wir glauben. Merkt ihr, diese Gruppierungen, die fallen weg. Wenn Jesus in der Mitte ist, das ist unzweideutig. Wenn du gerichtet bist auf die Mitte, passiert nämlich noch was.
Du kannst durch die Mitte durch Kontakt aufnehmen zu dem, der da drüben sitzt. Und das geht jedem so. Die Möglichkeit hat er. Und habt ihr das mitbekommen, was nämlich in der Mitte passiert? Das ist natürlich eine Überforderung. Jesus sagt dem Mann mit der verdorrten Hand, in die Mitte. En meso. In der Mitte geschieht Heilung. Was heißt denn verdorrte Hand? Der Männer ist heute noch mit seinem Gipsarm da? Nee, nicht mehr. Letztes Mal war er mit seinem Gipsarm da. Was heißt das, verdorrte Hand? Handlungsunfähig. Außen vor. Lahmgelegt. Nicht mehr mit den anderen in Beziehung. Und was macht der Jesus? In die Mitte mit dir. Und da geschieht Heilung. Enmesso. Vier Buchstaben. Sechs Buchstaben, zwei Wörter. Es kommt so öfter vor in der Bibel, in unserem Neuen Testament. Ich nenne nur mal die eine Stelle, die ihr sicherlich im Hinterkopf habt. Jesus erscheint nach der Auferstehung seinen Jüngern im Saal. Und da steht in der Einheitsübersetzung, und er trat in ihre Mitte. Nein, nein, im griechischen Urtext steht, er stand in der Mitte. Und sofort, ohne dass wir irgendwas tun, sind die Jünger, sind wir gerichtet. Dieses, er kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, ist genau dieser Vorgang. Da geht es nicht darum, jemand abzuurteilen, wegen irgendwas, sondern dem zuzusprechen, ihn auf die Linie zu bringen, die heilsam ist. Ich wünsche mir, wir richten uns aus nach der Mitte. Das sind Grabenkämpfchen, Pipifax. Auch da gibt es wieder eine Anweisung, wie das passieren könnte, wenn da trotzdem Meinungsunterschiede, Sichtweisen anders sind. Das erste Apostelkonzil in der Apostelgeschichte gibt uns eine Handlungsfolie vor. Es wird so lange geredet, es wird so lange um eine einvernehmliche Lösung gesucht, mit der alle konsentieren, steht da, mitfühlen und mitdenken können. Es geht nicht darum, dass eine Majorität eine Minorität unterdrückt, weil die Minorität, die wenigen, die werden gegen Beschlüsse der Majorität immer dagegen sein, dagegen ankämpfen, weil sie mit dem nicht einverstanden sein können. Wir hätten es niedergelegt in diesem Buch, das uns ausrichtet. Nachfolgerinnen und Nachfolger sind gesucht.